Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen World of Warcraft und endlich sind wir im südlichen Brachland angekommen. Die erste Mission, die wir hier erhalten haben, besteht darin, Horde zu töten und Nachschubkisten für die Ehrenwacht zu sammeln. Ehrenwacht? Das ist doch auch der Name der ersten Stadt in der Heulenfeuer-Halbinsel, oder verwechsel ich das jetzt? Warte mal. Wie heißt das hier? Ehrenwacht heißt so. Steht da auf der Karte und nur aus Interesse jetzt. Scherbenwelt, Höllenfeuer-Halbinsel. Ehrenfeste. Ach so, das ist ein Unterschied. In der Feste werden nämlich immer gefeiert, Partys. Deswegen heißt es ja Ehrenfeste. Und in der Ehrenwacht, da wird Wache gehalten. Also hier arbeiten die Leute noch und da drüben auf der Scherbenwelt, da wird nur gefeiert. So haben wir es gern. Kann ich nicht gutheißen, sowas. Aber so. Arbeiten ist wichtig, Leute. Man kann nur Geld verdienen und das Bruttosozialprodukt, oder so heißt das ja gar nicht mehr, ne? Heißt jetzt Bruttoinlandsprodukt. Früher hieß das noch Bruttosozialprodukt, haben die aber umbenannt, weil das so, weiß ich nicht, weil das so abwertend klingt oder so, keine Ahnung. Naja, sammeln wir einfach die Kisten hier ein und fördern ein bisschen die Wirtschaft in dem südlichen Brachland. Dieses Gebiet kann es durchaus nötig haben, denn, sonderlich Tourismus oder so gibt es hier nicht, wo das Geld eingespült werden könnte. Außer für die Goblins, weil die Goblins haben im Brachland hier einen recht beliebten Außenposten namens Ratchet. Ich weiß gerade aber nicht, ob der im nördlichen Brachland vielleicht sogar ist. Zu wem gehört das? Ratchet? Ne, das gehört zum nördlichen Brachland. Hier ist das Ding, Ratchet. Eine neutrale Stadt, in der sowohl Horde als auch Allianz leben können und sich nicht prügeln dürfen. Ansonsten greifen die Wachen dort ein und vermöbeln einen den Hosenboden. Das möchte ich nicht demonstrieren und wahrscheinlich werden wir sowieso nicht in diese Stadt kommen in diesem Let's Play. Weil hauptsächlich ist das nördliche Brachland eben doch ein Hordengebiet. Nur ein kleiner, wie nennt man das, so eine Friedenszone. Waffenstillstand herrscht da jedenfalls, außer für die Wachen. Weil die können natürlich immer noch richtig durchgreifen. Aber das ist halt das Monopol der Goblins, die machen sich immer irgendwelche Ausnahmen. So, ich habe schon genug Kisten, aber Horde, du bist der letzte Hordler, der getötet werden muss. Und dann können wir schon unsere ersten Missionen hier abgeben, in der Ehrenwacht. Mal gucken, wie wir dorthin kommen. Auf unserem coolen Moped fahren wir da einfach durch die Gegend hin. Ich glaube, hier waren auch gefährliche Leute in der Nähe, oder? Sind hier nicht gefährliche Elite-Leute an dieser Front? Ach nee, das waren Elite von der Allianz. Ich habe das verwechselt, weil damals, als ich Horde gespielt habe, hatte ich immer hier Probleme. Da musste man auch hier questen und da wurde ich stets auseinandergerissen von diesen Wachen hier. Oder? Level 40? Nee, ich glaube, hier waren noch Elite-Dinger, aber kann ich mich auch täuschen. Oh, guck, wie die hier auseinander... Der ist schon direkt hier im Kampf verwickelt, ne? Naja. Hallo, Janice Mattingly. Schönen guten Tag. Spießrutenlauf. Sie überfallen auch die Straßen ins Steinkrallengebirge. Hier bekommt man aber auch keine Ruhe. Wo kommen die überhaupt her? Auf Dan. Ja, das weiß ich nicht. Hallo. Wie sieht es da draußen aus, Aoyama? Was? Unsere Vorräte? Die waren für das Steinkrallengebirge bestimmt. Egal. So wie das hier läuft, brauchen wir sie ohnehin dringender hier. Die Ehrenwacht ist von der Küste abgeschnitten worden. Aoyama, Kommandant Singleton ist mit seinem Latein am Ende. Ich habe gerade kurz gestoppt, weil Singleton ist auch ein Programmierkonzept und mir durchaus bekannt, aber okay. Das ist nämlich immer nur eine Klasse, von der es immer nur eine einzige Instanz gibt. Aber das ist, das interessiert hier keinen. So, zweckloser Widerstand. Aoyama, ich habe nicht die Absicht, Kommandant Singleton meinen Bericht ohne auch nur das geringste bisschen an guten Nachrichten zukommen zu lassen. Wir müssen der starrköpfigen Horde die Kontrolle über diese Straßen entringen. Soweit ich weiß, ist ihr Anführer Kona Donnerlauf. Er hat ein Lager direkt nördlich von hier. Es ist im Steinkrallengebirge heimisch und er kennt diese Straßen so gut wie seine Westentasche. Wenn wir ihn vernichten können, lässt der Widerstand aus dem Westen möglicherweise nach. Findet und tötet Kona Donnerlauf, dann meldet euch bei Kommandant Singleton. Und Leder und Stoff habe ich zur Auswahl, sogar ein gutes Stück Leder. Das ist ja mal eine Besonderheit. Und hinten soll sich der schon befinden, direkt um die Ecke quasi. Da treibt er hier so ein Unwesen. Sprayt wieder mit Graffiti irgendwas hier an die Mauern, die wir hier errichtet haben. Irgendwie Alice raus oder so. Das kann ich nicht gutheißen. Sowas ist ja nicht gewünscht. Und deswegen bekommst du direkt auf die Nase. Kona Donnerlauf, ey. Und deine Leibwachen hier, deine Bodyguards, die du angeheuert hast, die sind auch zu nichts zu gebrauchen. Er hat sich verwandelt, das bedeutet, er ist ein Druide. Denn Druiden können die Form von irgendwelchen Wildtieren annehmen. Können sich auch in so einen komischen Wal verwandeln, in eine Katze, in einen Bären hier. Und in einen Baum, denn Bäume sind auch Tiere.
Naja, aber das war jetzt kein großes Problem. Den haben wir locker aus den Schuhen gefegt. Können wir direkt mal das Quest abgeben hier. Ach nee, es ist gar nicht hier. Es ist hier, beim nächsten Flugpunkt sogar, in der Ehrenwacht. Und uns direkt dieses geile Belohnungsteil schnappen und auch anlegen. Ich glaube, es ging um Handschuhe, oder habe ich mich jetzt versehen? Nee, Handschuhe, tatsächlich. Handschuhe der Ehrenwacht. Wie sehen die aus im Vergleich zu den alten? Ja, schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Obwohl, diese hier passen ein bisschen gut zu den Schuhen. Ein bisschen gut. Aber die Schuhe werden wir ja früher oder später auch ersetzen. So. Oh, hier ist alles noch im Aufbau, oder? Oder in Reparatur? Wahrscheinlich eher in Reparatur, weil die Horde das hier vernichtet hat. Das kann ich alles nicht verstehen, ne? Die Horde. Was machen die alles hier kaputt? So, erstmal den Flugpunkt und dann das Quest. Ehre dem König, Freund. Also, unsere Vorräte kommen nicht durch? Die Überwachung der Ehrenwacht wird immer mehr isoliert. Warum Überwachung? Das habe ich gerade dazu erfunden. Doch der Sieg über Donnerlauf sollte unseren Feinden ein Signal senden, dass wir die Absicht haben zu bleiben. Ich danke euch, Aoyama. So, das Ding rüsten wir direkt aus. Tada. Und wo? Quests? Oh, das ist ein Horde, Trollhexenmeister. Was macht der denn hier? Der hat sich verirrt in seinem Ort und wir stampfen ihn einfach nieder. So. Tritt sich schon fest. Vor allem, wenn so ein riesiger Kodo-Viech, welches irgendwie 2000 Tonnen wiegt, über ihn rüber stolziert. Was ist er denn für einer? Entflohener Gefangener aus dem Steinkrallengebirge. Der Mob mit dem längsten Namen der Welt. Und hier sehen wir einen Zeppelin. Zeppeline sind quasi das Äquivalent zu den Schiffen der Allianz und verbinden die verschiedenen Kontinente miteinander. Wenn ich ein Hordler wäre, hätte ich bestimmt inzwischen mal einen Zeppelin geflogen. Aber als Allianzler sieht das ein bisschen schwer aus, weil da wird man niedergemetzelt von den Hordlern, die da drauf sind, und auch von den Wachen. Aber wo sind denn jetzt eigentlich die nächsten Quests? Ich habe hier noch nichts irgendwie bekommen. Das gefällt mir alles nicht so ganz gut. Quests, ich brauche doch die Quests. Oder habe ich vielleicht ein Item, was ein Quest startet? Nee, sieht nicht so aus. Hallo? So, nachdem wir diese Gefahr ausgewichen sind, bin ich echt gerade überfragt, wo die nächsten Quests hier sein sollen. Denn hier, Janice hat nichts. Und Singleton hat auch nichts. Das ist ja jetzt ein bisschen mager, die Ausbeute. Das hier kann ich auf jeden Fall mal wegblenden. Kann mal gucken, wie viele Quests es überhaupt gibt in dem südlichen Brachland. Das ist ja definitiv auch eine Sache, die interessant sein könnte. Quests im südlichen Brachland. Das ist leider nicht alphabetisch geordnet. Oh, ich habe das schon abgeschlossen. Was ist denn hier los? Oh nein. Das war's. Ich bin tot. Schade. Und was ist denn meine Todesursache gewesen? 30.000 Schaden haben wir bekommen. So viel HP haben wir leider noch nicht ganz. Aber er war halt auch schon Level 100. Und deswegen durchaus war das kein Wunder. Mein Pfeifen hat mir leider nichts gebracht, weil ich nochmal durch diese gefährliche Zone durch musste. Aber gut, wir sind lange nicht mehr gestorben, muss ich sagen. Ich wollte das natürlich extra machen, damit wir endlich mal wieder hier diesen Todeseffekt sehen, weil der wird einfach sonst viel zu selten gezeigt. Und irgendein Praktikant hat das bestimmt voll mühselig einprogrammiert, dass hier die Grafik nur noch schwarz-weiß ist. Und dem möchte ich natürlich auch gebührend Ehre erweisen, respektvoll das alles zeigen, was er in mühsamer Handarbeit da programmiert hat. So, dass wir dieses Spiel genießen können, auch in schwarz-weiß, wenn man stirbt. So. Ja, sterben tue ich leider ziemlich oft in diesem Spiel. Gerade wenn man raidet, dann ist man schon ab und zu tot. Aber inzwischen ist es ja so, dass man gar nicht mehr diesen Schwarz-Weiß-Screen nicht sieht, weil man einfach direkt wiederbelebt wird am Anfang der Instanz und nicht mehr reinlaufen muss. Früher war das so, die Friedhöfe, wo man spawnt, befinden sich immer außerhalb und man musste immer bis zu dem Eingang der Instanz laufen. Und dort wurde man dann wiederbelebt. Inzwischen ist dieser Weg entfallen und man startet sofort wieder, sobald man auf den Knopf drückt, am Anfang der Instanz wieder. Und diese schöne Schwarz-Weiß-Sicht wird kaum mehr gesehen im High-Level-Bereich. Obwohl, wenn man PvP spielt wahrscheinlich. Aber das mache ich ja nicht. Bin nicht so der PvP-Guy. Ich hatte zwar mal mit einem Shadow Priest PvP gemacht, haben es auch relativ, naja, relativ. Wir haben es halbwegs weit gebracht. Wir waren irgendwie im 2200er Rating-Bereich. Aber, ja, keine Ahnung. Haben dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt und wir wollten eigentlich nicht weitermachen und deswegen hat sich das alles ein bisschen verlaufen und ja, ich raide lieber. Ich besiege lieber computergesteuerte Gegner, weil gegen Menschen ist es zu schwer. So, aber ich frage mich immer noch, wo die nächsten Quests sein sollen, denn das hier war jetzt ein bisschen mager hier in diesem Camp. Vielleicht hier, in der Triumphfeste. Es ist ja auch kein Problem, dass ich einfach nur
Es gibt tatsächlich 50. Ich glaube, dieses Quest, dieses Achievement habe ich aber mit der Horde abgeschlossen und nicht mit der Allianz, kann das sein? Wann war denn das? Am 8.9.2011. Was habe ich denn damals gespielt? Das ist schon ewig her. Habe ich da überhaupt schon gespielt? Also diesen Account meine ich? Kann sein, dass ich das gar nicht war, aber das darf man natürlich nicht verraten. Das ist nämlich illegal. So, bewegen wir uns einfach zu dem nächsten Stützpunkt. Wir könnten auch zur Nordwachtfeste gehen. Auch das ist eine Möglichkeit. Die Möglichkeiten sind zahlreich und wir haben ja auch gar nicht das unbedingte Verlangen, danach alles hier unbedingt schaffen zu müssen, weil wir ja schon auf Level 35 weggehen müssen in das nächste Gebiet. Und ja, ist deswegen kein Ding, wenn wir hier irgendwie ein Quest-Hub übersehen haben. Und wir sehen, es ist hier ein bisschen grüner, als es früher mal war. Früher war das Brachland wirklich Brach, daher hat es nämlich seinen Namen. Inzwischen ist es hier aber grün. Eigentlich müsste es Grünland heißen. Zumindest in diesem kleinen Areal. Hier ist sogar ein kleiner Teich, das wahrscheinlich nur existiert, weil immer irgendwelche Gazellen da reingepisst haben. Aber gut, das ist eigentlich gar kein Wasser. Und hier wachsen Blumen daraus, also es ist sehr fruchtbar hier alles. So, stolzieren wir einfach durch. Durch die Überwucherung, so heißt das Ding hier nämlich. Und versuchen einfach mal die Quests in dem nächsten Gebiet, also in dem nächsten Quest-Hub zu finden. Meistens kann man sich ja halbwegs daran orientieren, wo immer die Flugpunkte sind. Das kann man so halbwegs hier erkennen an dem blauen Symbol. So ein Greifensymbol. Man kann übrigens auch zoomen, habe ich festgestellt. Das ist ja cool. So, und dann kann man da meistens die nächsten Quest-Hubs ausfindig machen und dort einige Quests absolvieren. Und sich ein bisschen XP organisieren. Und auch das ist jetzt mein Plan. Müssen leider hier ein bisschen durch die Pampa laufen, weil wir den Flugpunkt natürlich noch nicht freigeschaltet haben. Ansonsten hätten wir direkt dorthin fliegen können. Ich möchte gerne über diese Holzbrücke, weil die sieht sehr idyllisch aus. Das sieht echt cool aus hier. Das erinnert mich irgendwie an ein Level aus Donkey Kong Country Returns. Welches ich übrigens auch als Let's Play gespielt habe. Falls ihr euch lieber für Jump'n'Runs interessiert, dann seid ihr herzlich eingeladen, auch meine anderen Let's Plays zu gucken. Momentan spiele ich auch New Super Mario Bros. U, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und das ist ja auch ein sehr tolles Spiel. Ein Jump'n'Run erster Klasse. Auch wenn einige sagen, das Spiel ist zu leicht. Kann ich nicht bestätigen. Ich sterbe nämlich trotzdem noch oft genug. Und hier sind Quests, die ich gerne erledigen möchte. Wenn die mir hier schon so in den Weg springen, dann mache ich das. Naralex, hallo. Ich nu Allah. Ist Naralex nicht der Typ, der eigentlich in den Höhlen des Wehklagens war? Ich glaube schon. So, biologischer Eingriff. Die Energien, die hier freigesetzt wurden, sind durch die Wildtiere geflossen. Dadurch wurden sie mächtig und instabil. Wenn wir zulassen, dass sie sich über diesen Hain hinaus ausbreiten, werden diese Mutationen eine katastrophale Auswirkung für das Ökosystem haben, die Beutetiere verschlingen und die schwächeren, natürlichen Kreaturen vertreiben. Ihr müsst gehen und den Bestand der Überwucherung eine Auslese treffen. Kehrt zurück, wenn diese Aufgabe erfüllt ist. Ja, können wir machen. Außerdem Mujo. Hallo, Mujo. Und Schlangenabzug. Direkt zwei Quests. Die Verderbnis, die hier entfesselt wurde, muss eingehend erforscht werden, wenn wir einen wirksamen Weg finden wollen, sie zu bekämpfen. Zum Glück haben wir hier nicht alle Kreaturen gleichermaßen verändert. Die kleineren Schlangen trinken wenig Wasser und fressen keine Pflanzen, also sind sie den Energien nur im geringen Maße ausgesetzt worden. Dennoch haben sie genug aufgenommen, um ihre Farbe zu verändern. Geht, sammelt einige dieser Schlangen aus der Überwucherung und bringt sie zu mir, damit wir sehen können, was genau mit den Kreaturen hier geschieht. Möge die ewige Außerdem, Peitschenrankensamen. Hänge einfach irgendwelche Wörter hintereinander, so dass es sinnvoll klingt. Es muss einen Weg geben, diese armen Kreaturen zu helfen oder zu heilen, ohne ihnen das Leben zu nehmen. Ja, sonst ist es nicht unbedingt heilen, ne? Ich habe eine Idee, aber ich brauche eure Hilfe, Jägerin. Die Pflanzen der Peitschenranke, die hier umherstreifen, enthalten Samen prallvoll mit der urtümlichen Energie dieses Ortes. Sammelt sie für mich ein und bringt sie hierher. Dann sehen wir, was man tun kann. Ja, hätte man das vielleicht nicht vorher überlegen sollen, nicht, dass ich hier den ganzen Job umsonst mache? So. Wir müssen dich töten, weil du lustig glitzerst. Allein das ist schon ein Grund, weil deine Federn sind viel wertvoller jetzt unter in Sammlerkreisen. Und das ist nur der eigentliche Grund. Eigentlich wollen wir das hier verkaufen. Oh nein, hier ist die Horde. Ein 33er Hexenmeister. Ich weiß nicht, ob der es mit mir aufnehmen möchte. Ich bin ja auch schon fast Level 33. Hoffe, wir können dem friedlich hier entgehen. Und müssen uns nicht gegenseitig hier niedermetzeln. Mac Jenkins. Ich möchte nicht mit dir kämpfen, weil das ist gemein. Und ich sterbe dann, weil er den Angriffsvorteil hat. Ich greife grundsätzlich nicht an, weil das ist gemein.
So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie sonst friedlich hier durch die Gegend laufen. Wenn er jetzt mich hinterhältig angreift, dann ist dann natürlich fies, weil ich dann kaum eine Chance habe, mich zu wehren. Aber, na gut. Mein Pet muss das dann richten, also Happy, ne? Mein treuer Begleiter seit jeher. So, gehen wir hier mitten durch die Pampa hier. Abseits von jeglicher Zivilisation, so wie auf Klassenfahrt mal, wo wir in Ungarn waren und irgendwie mit dem Bus da lang gefahren sind. Also wir sind mit dem Bus nach Ungarn gefahren und der hat uns halt zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten gebracht, die wir halt besichtigt haben und so. Und einmal auch so vollkommen abseits von jeglicher Zivilisation, kein Handynetz, irgendwie mitten in der Pampa, sah aus wie Vorhof von Tschernobyl oder so, auch wenn das nicht in Ungarn ist, aber es ist ja egal jetzt. Es ist für die Atmosphäre wichtig, die Versuche aufzubauen in dieser Geschichte. Und dann sollten wir da grillen. Mitten im Nichts. Und ich hatte echt Angst, dass ich da nicht mehr lebend wegkomme. Oh, ein Bogen, ein blauer. Oh, der hat aber nur Schaden. Der hat mehr Schaden, aber keine Beweglichkeit. Ich glaube, ich nehme den nicht. Ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem. Weil meine hat 6 Beweglichkeiten und die möchte ich nicht verlieren. Ne, 7 sogar. Die möchte ich nicht mir nehmen lassen. Da verzichte ich lieber auf den zusätzlichen Schaden. Und die Beweglichkeit ist doch ein bisschen geiler. So, wollte ich noch irgendwas sagen zu der Ungarn-Geschichte? Nee, ich glaube nicht. Da waren wir halt in Budapest. Da war unser Hotel. Das war übrigens in der 11. Klasse, glaube ich. Klassenfahrt 11. Klasse. Mit dem BWL-Leistungskurs natürlich, den ich auch schon das letzte Mal angesprochen habe. Mit coolen Leuten waren wir da. Wir waren zum Beispiel schwimmen. Auf dieser komischen Insel, in dem Fluss, der durch Ungarn führt. Ich weiß gar nicht, welcher Fluss das ist. Ist das die Donau eigentlich? Die Donau, fließt die Donau durch Ungarn, also durch Budapest, oder ist das ein anderer? Weiß ich nicht, muss ich mal irgendwie mich informieren. Auf jeden Fall war es eine tolle Fahrt. Hotel war nicht so geil, aber so ist das halt auf Klassenfahrten. Da hat man nicht das Geld, einfach. Weil man ja nicht das 5-Sterne-Luxus-Paris-Hilton-Hotel kaufen kann oder so. Das heißt nämlich Paris-Hilton-Hotel und nicht Hilton. Aber, ja. So, aber wir haben schon voll überzogen jetzt. 17 Minuten sind wir schon im Part. Deswegen würde ich sagen, ich lasse mein Geblabber mal sein. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier eine Runde World of Warcraft zocken und zum Beispiel diese Schlange hier einfach schnappen. Entkräftete Otter. Und sie versuchen zu heilen. Bis dann, Leute. Und ciao.